Im Wahlkampf 1828 wurde Andrew Jackson von seinen Gegnern als Esel bezeichnet. Jackson hat diesen Sport zu seinem Vorteil genutzt, indem er den Esel als Symbol für seine Wahlkampagne verwendete. 40 Jahre später zeichnete der politische Karikaturist Thomas Nast einen Cartoon mit dem Titel A Modern Balaam and His Ass. Dieser stellte Jackson auf einem Esel reitend dar, der die Demokratische Partei symbolisiert. Den Menschen gefiel diese Darstellung und so wurde der Esel zum Symbol für die Demokratische Partei.